Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Zeit für ein Aufgemampft-Video. Ich war fleißig am Mampfen und habe vor mir ganz viele Essensverpackungen liegen von Sachen, die ich euch zeigen möchte. Heftige, leckere Empfehlungen. Sachen, die ich überhaupt nicht gefeiert habe. Naja, da mein Spitzname der Mampfer ist. Ob man darauf stolz sein sollte, ich weiß ja nicht. Weil der mein Spitzname so ist, kenne ich mich ja auch ganz gut aus. Und bisher kam die Videoreihe gut bei euch an. Das freut mich sehr. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit den Mampfereien vor mir. Als erstes habe ich hier eine süße Leckerei, Diggis, die ich von einer Followerin geschenkt bekommen habe und ewig nicht angefasst habe, so, ne, weil das, ich kannte diese Haribo Happy Easter Süßigkeiten nicht und irgendwann hatte ich so richtig Lust auf was Süßes, hatte aber nichts Süßes mehr da und dann war das mein Notfallsnack und die schmecken hammerlecker und ich finde die nirgendwo mehr im Laden. Vielen Dank nochmal an die Followerin, die mir das geschickt hat. Hammer cool, dass meine Follower mir Essen schicken. Ja moin. Das ist richtig, richtig lecker, das kann ich mega empfehlen. Das sind auch ganz viele kleine Tüten für nebenbei, weißt du, hast du so einen kleinen Notfallsnack, so eine Notfalltüte, packst du in deine Handtasche, in dein Auto, in deinen Nachtschrank, überall hin. Hast du Notfallessen, finde ich sehr gut und wichtig. Und Haribo Happy Easter kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und hoffe, dass ich es irgendwann wieder im Laden finde, um es wieder selber essen zu können. Rougette Ofenkäse. Also ich bin ja sehr bekannt geworden durch dieses Ofenkäse-Video, was ich mal gemacht habe, was nicht gesponsert war. Im Nachhinein hammerdumm. Das wäre echt krass gewesen, wenn es gesponsert worden wäre. Rougette hat sich aber damals bei mir gemeldet und sich bedankt für das Video. Ich kaufe mir meistens von Lidl diesen würzigen kleinen Ofenkäse. Ist auch ganz okay. Aber manchmal denke ich mir, ich gönne mir so und kaufe mir den Originalen. Der kostet über 4 Euro. Lasst euch nicht verarschen. Da steht beim Ofenkäse irgendwas von wegen für bis zu 4 Personen. Nein. Also ich esse so einen Ofenkäse. Das sind für mich 2 Mahlzeiten, weißt du? Ich esse den, was ist ich, heute Mittag und dann abends nochmal. Hammer wichtig. Ich packe immer scharfe Gewürze drauf. So, damit schmeckt er noch leckerer. Und wusstet ihr, wenn ihr ihn jetzt gegessen habt, ihr lasst ihn stehen und ihr könnt ihn abends nochmal reintun in den Backofen und nochmal essen. Wussten viele nicht. Ich auch nicht. Kann man machen. Gar kein Problem. Ich nehme Baguette, tunk das rein und ihr könnt alles von dem Käse essen. Auch eine wichtige Weisheit, falls ihr das nicht wusstet. Das Innere und die Hülle, sodass am Ende nur dieses Holzding da ist. Also ich kann Ofenkäse mega empfehlen. Wie ihr wisst, ich liebe Ofenkäse und manchmal gönne ich mir auch den Originalen für 4 Euro irgendwas. Manchmal ist er auch im Angebot, aber er ist trotzdem, ne? Aber er ist sehr lecker und ich nehme immer den feinwürzigen. Dann haben wir hier so Mini-Mozzarella Light. Und manchmal habe ich so Phasen, wo ich denke, bitte fang an, dich wie ein normaler, gesunder Mensch zu ernähren und probiere es mit Mozzarella. Und aus irgendeinem Grund komme ich nicht mit Mozzarella zurecht. Es ist nicht mal so, dass ich es nicht mag. So, ich mochte es Ewigkeiten nicht, bis ich einmal eine Pizza mit Mozzarella gegessen habe. Seitdem tschüss. Aber ich weiß nicht, also wenn ihr Mozzarella kauft, nehmt ruhig den Light. So könnt ihr da Kalorien sparen. Ich bin auch nicht so die Beste mit Mozzarella-Rezepten und weiß auch nicht, was ich wie machen soll. Ich packe ihn einfach immer nur in Salate rein. Man kann ihn auch mit Tomaten essen, aber irgendwie, weiß nicht, finde ich, versuche ich noch meinen Frieden zu finden, um mehr Mozzarella zu essen, aber noch ist er nicht da, aber vielleicht kommt er irgendwann. Trotzdem kann ich den hier von Lidl empfehlen. Dann habe ich hier von Harry das Vollkorn Korn an Kornbrot. Diggis, manchmal so eine Scheibe Vollkorn, hammer gut. Ich esse auch viel Vollkorn-Toastbrot, ist trotzdem Toast, aber manchmal esst Vollkornbrot. So, weißt du, nimmst du ein bisschen Margarine drauf, gesalzen, eine Scheibe Salami, Pute, Käse, so ein Vollkornbrot kann manchmal richtig lecker schmecken. Deswegen auch für unterwegs ist das cool. Als Toastbrot finde ich. Deswegen das Korn an Korn Vollbrot von Harry kann ich auch empfehlen. Diggis, ist hier so ein Lachs. Den habe ich mir bei Real gekauft. Da waren 3 kleine Scheiben drin. Maximal 3. 2 bis 3 Scheiben. Wie viel Gramm waren das? 50 Gramm. Das hat fast 4 Euro gekostet. Das ist sehr teuer, ne? Aber ich dachte, okay, ich mache richtig auf Welle. Aber den kann ich mega empfehlen. Friedrichs Original Rauchlachs. Sehr, sehr lecker. Das Einzige, was mich stört, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist echt mies so, ne? Also, falls ihr richtig gangstermäßige Oberschicht-Gangster seid, die heftig Kohle haben, kauft den. Aber es gibt auch noch diesen Räucherlachs hier, den habe ich mir bei Edeka geholt. Räucherlachs in Scheiben geschnitten. Ja, okay, keine Ahnung, was die Marke ist, aber da steht auf, die Verpackung sieht auf jeden Fall so aus. Und der kostet auch so 2 bis 3 Euro, ich glaube so 3 Euro, 3,50, ich weiß es nicht. Da habt ihr 200 Gramm und der ist richtig, richtig, richtig lecker. Ich mag Lachs, aber selten esse ich ihn, weil er irgendwie nicht schmeckt. Oder ich kann nicht so viel davon essen, aber der hier ist mega lecker. Tschüss, egal ob auf ein Brötchen, Vollkornbrot, irgendwas, der ist sehr, sehr lecker. Wenn ihr heftig Kohle habt, kauft den anderen. Ansonsten, der hier geht auch mega klar, kann ich mega empfehlen. Merkt euch die Verpackung, weil da steht irgendwie, oh, jetzt krieg ich Bock auf Lachs, keine Marke dran. Habe ich mir bei Penny Sushi to go Tarumi gekauft. Das war so eklig, Diggis. Ich hatte Hammerhunger und habe nur 2 Stücke gegessen und habe den Rest weggeworfen, was ich auch nicht gut finde. Aber es hat überhaupt nicht geschmeckt. Ich mochte das gar nicht. Das war echt ekelhaft. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Es gibt auch Sushi to go von Lidl. Das ist okay, das geht klar. Oder irgendwie andere Sushi-Sachen. Aber der von Penny, nee, den fand ich richtig, richtig schlimm und nee.
Geht gar nicht klar. Der Hofladen. Wenn ihr Eier kauft, versucht, wenn ihr die Möglichkeiten habt von der Ortsgebundenheit finanziell, geht zum Bauern nebenan und kauft von ihm seine Eier. Klar sind die günstiger im Laden, aber glaubt mir, man schmeckt einen Unterschied von den Eiern vom Bauern und, keine Ahnung, so normale Eier. Ich kaufe auch mal meine Eier bei Lidl. Ich kaufe Eier, Bodenhaltung, Freilandhaltung, dies, das, alles Mögliche. Aber ich versuche immer, so gut es geht, meine Eier beim Bauern zu kaufen. So unterstütze ich den Bauern von nebenan. So habe ich leckere Eier. Ist doch eine Win-Win-Situation. So, weißt du, zahlst einen Euro mehr. Manche können sich das erlauben, manche nicht. Ist auch völlig okay. So, aber man merkt mega einen Geschmacksunterschied zwischen Eiern so aus dem Laden oder Eiern vom Bauern. Dann, Digis, haben wir hier zweimal Nudeln und beide sind von Lidl. Einmal die da und einmal die. Das hier ist Vollkorn und das hier sind normale Nudeln. Es sind beides Fusilli, dieselbe Art. Also ich muss sagen, ich kaufe bei Nudeln nicht immer die teuersten, aber auch nicht die allergünstigsten, sondern immer so ein Mittelding. Damit bin ich gut gefahren und finde ich ganz lecker. Und was mir aufgefallen ist, manchmal ist es gar nicht so ein Unterschied, ob du normale Weizennudeln nimmst oder Vollkornnudeln. Vollkornnudeln schmecken so ein bisschen, ich kann es nicht erklären, aber so ein bisschen anders normal. Aber sind schon besser, sättigen länger und sowas. Deswegen versuch doch mal statt normalen Nudeln Vollkornnudeln zu nehmen, weil so ein unendlicher Unterschied ist da nicht. Und ich mag Vollkornnudeln sehr, sehr gerne. Ihr könnt mir gerne schreiben, kauft ihr mal die teuren Nudeln, kauft ihr auch mal die günstigen. Wie ist das bei euch? Ich kaufe halt immer die Mittelnudeln und merke, dass manchmal Vollkorn absolut klar geht. Dann, falls ihr so kleine Käsesnacker seid, habe ich hier von Geramond Le Snack. Hier seht ihr, wie das aufgebaut ist. So kleine Sachen. Ich weiß gar nicht, welche Art von Käse das ist, wie man den nennt. Camembert ist das ja nicht, ne? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall lecker. Das ist für mich wichtig. Französischer Weichkäse aus pasteurisierter Kuhmilch. Und das ist hammer nice, weil ihr habt immer so kleine Scheiben, die ihr euch zurechtschneiden könnt. Die könnt ihr als Snack nehmen für irgendwas, die könnt ihr so dazu packen, die könnt ihr so mal schnell auf dem Brot tun und sowas. Und deswegen mag ich das viel lieber mit diesen Le Snack Scheiben, anstatt so einem ganz, ganz großen Ding. Also falls ihr so Käsefans seid und Weichkäse mögt, so heißt er wohl, kann ich den hier empfehlen, der ist schon fresh. Dann, Digis, eine meiner absoluten Lieblings... Pommes wollte ich sagen, wie komme ich auf Pommes? Ich hätte jetzt gern Pommes. Einer meiner absoluten Lieblings-Kelloggs sind Kelloggs Toppers Classic. So sehen die aus. Die sind schon teuer im Vergleich zu anderen Packungen. Also erstens, nicht gerade zum ersten Mal steht hier 8 Schüsseln. Da musst du aber so kleine Schüsseln nehmen, damit da 8 rauskommen. Aber die sind schon teurer. Ich glaube, die kosten so zwischen 2-3 Euro und haben nur, wie viel Gramm haben die? 330 Gramm. Also da kriegst du auch irgendwie 500 Gramm Kelloggs für weniger Geld. Aber ich mag die richtig, richtig gerne. Das sind so Weizendinger mit so einer Zuckergusspaste drauf. Du kannst sie so hart essen, dann sind sie knackig und knusprig und süß. Du kannst sie richtig matschig werden lassen in der Milch. Dann sind sie lecker matschig so. Also du kannst sie vielseitig verwenden. Ich habe jetzt mega Bock darauf. Ich überlege, ob ich noch schnell einkaufen fahre, um mir welche zu holen. Das sind sehr, sehr leckere Kelloggs, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die esse ich seit Jahren. Die habe ich als Kind schon gegessen. Die feiere ich bis heute. Manchmal habe ich sie nicht gekauft, weil wenn das Geld nicht passte und so, dann macht das schon was aus, ob du Kelloggs kaufst für 3 Euro oder ob du was für 2 Euro oder 1,50 kaufst. Aber ich kann sie sehr empfehlen, auch wenn da nicht so viel drin ist wie in anderen Packungen, sind das hammerleckere Kelloggs für zwischendurch. Mag ich richtig gerne, kann ich empfehlen. Ja, und sind lecker. Dann haben wir hier auch Knuspermüsli. Falls ihr so Müsli-Gangster seid. Köln Knusper Honig Nuss Müsli mit Hafer, Vollkornflocken, Cashew, Kern, Mandeln und Haselnüssen. Knackig, knusprige Harmonie steht hier und das ist auch so. So sehen die aus und das sind richtig, das ist so richtig leckeres Müsli. Davon isst du nicht so viel wie von so einer großen Schüssel Kelloggs, aber du isst schon ein bisschen mehr davon und das ist echt lecker. Ich mag das richtig gern. Das ist so eine gute Mischung aus Müsli, Nuss. Es ist knusprig, es ist knackig, es ist nicht zu süß, es ist nicht zu wenig süß, es ist nicht künstlich süß. Es ist einfach leckeres Honig-Nuss-Müsli-Zeug und ich mag das sehr gerne, weil Müsli muss mir schon richtig, richtig schmecken, damit ich das esse. Deswegen, ich habe viele Sorten probiert, aber zu trocken, zu fruchtig, zu viel Rosinen, zu viel das, zu künstlich. Aber das hier, knackig, knusprige Harmonie, kann ich so unterschreiben. Das ist wirklich so und das ist sehr lecker. Falls ihr Müsli-Gangster seid, testet die mal und checkt die mal ab. Dann, das essen, glaube ich, nicht so viele von euch, aber ich mag das richtig, richtig gerne. Und ich finde es auch gut, dass alles von einem Tier, wenn es schon geschlachtet wird, benutzt wird und Verwendung findet. Hähnchenherzen. Ich dachte auch, als ich das erste Mal gehört habe, hammer eklig, hammer komisch, bla, aber schmeckt hammer lecker. Ich mag das mega gerne. Ich koche die immer ganz, ganz lange, musst du die kochen und dann brate ich sie so ein bisschen an und die schmecken echt nice, einfach so oder mit Salz und Pfeffer. Kannst du die essen? Ich mag die sehr, sehr gerne. Also falls ihr damit coole Rezepte kennt oder das auch esst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich mag das auf jeden Fall gern. Auch falls ihr mal auf einem Low-Carb-Trip seid oder so, manchmal habe ich so Low-Carb... Low
Carb-Phasen. Hähnchenbrustfiletstücke Classic von Edeka. Die habe ich mir bei Edeka gekauft und es gibt die auch bei Lidl und bei Penny und hier und da. Aber das sind für mich die besten Hähnchenfiletstücke, weil das sind richtige Hähnchenfiletstücke. Es sind nicht irgendwie komische Sachen oder Dinger oder irgendwas. So, manchmal gibt es so Hähnchenfiletstücke, die schmecken hammerkomisch, künstlich, weich, was weiß ich. Aber die hier sind wirklich sehr lecker. Die kannst du einzeln essen. Kalt oder heiß kannst du sie genießen. Steht da, stimmt auch. Du kannst sie klein schneiden, in einen Salat tun. Du kannst sie einzeln essen. Du kannst sie mitnehmen als Snack. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gerade bei Low-Carb-Sachen ist das natürlich super, aber allgemein auch so schmeckt sehr lecker. Mache ich gerne in den Salat. Das sind die besten Hähnchenfiletstücke, die ich bisher so getestet habe von verschiedenen Läden und deswegen kann ich sie empfehlen. Das ist jetzt auch schon die letzte Sache. Kartoffeltaschen mit Frischkäse-Kräuterfüllung. Die habe ich bei Lidl gekauft und die habe ich schon ganz, ganz früher gegessen, vor 7-8 Jahren und da waren sie viel leckerer als heute. Trotzdem esse ich sie immer noch gerne heute. Ich mache die in meinem Backofen, weil ich bin nicht so gut im Braten. Irgendwie verbrennt mir alles, was ich brate. Sachen mit Panade gehen gar nicht. So, falls ihr Tipps habt. Aber die mache ich sehr gerne im Backofen. Das ist auch gut zum Grillen, gut als Snack nebenbei, gut als Beilage zu irgendwas. Frischkäse-Kräuterfüllung schmeckt auch lecker. Die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Die gibt es bei Lidl. Jetzt habe ich Hunger, weil ich so viele leckere Sachen gesehen habe. Ja, Digis, das war jetzt mein Aufgemampft-Video. Es waren diesmal sehr, sehr viele Sachen dabei, die ich empfehlen kann, die ich gerne mag, die ich gut finde. Falls ihr was kennt von den Sachen, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Erfahrungen damit. Falls ihr was von den Essenssachen kauft, ich kaufe mal in denselben Läden ein. Lidl, Edeka, manchmal, aber ganz selten eher Penny oder Real. Aber hauptsächlich Edeka und Lidl und da findet man sowas oft. Falls ihr was aufgrund meiner Empfehlung kauft, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Ja, das war's. Ich werde jetzt fleißig weitermampfen und dann kommt auch schon das nächste Aufgemampft-Video. Ja, Digis, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst auf Korrekter Bruder. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bin sehr gespannt auf eure Kommentare und freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.